Warum wird ein Messerangreifer nicht durch einen gezielten Schuss in Arm oder Bein gestoppt? Kommentare dieser Art kommen immer dann, wenn Einsatzkräfte einen Messerangreifer erst mit einigen Schüssen in den Oberkörper stoppen konnten. Was diese vermeintlichen Experten nicht beachten: Zum einen sind es keine statischen Situationen und vor allem... Wir wissen von einschlägigen Forschungen und Studien seit den Mitte der 80er Jahren, dass eine Distanz entscheidend ist. Ein 7 Meter entfernter Messerangreifer schafft in etwa einer Sekunde die Distanz zum schusswaffentragenden Beamten zurückzulegen. Innerhalb dieser Sekunde ist in Entscheidungsfindungen, Zielvorgang, Schussabgabe praktisch nicht möglich. Im allerbesten Fall fällt der Schuss in dem Moment, wo auch das Messer den Beamten trifft. Und in diesem Moment kann der Angreifer mit kurzen Bewegungen erhebliche Schäden, teils sogar tödlich, beim Polizeibeamten verursachen. Der eine gezielte Schuss, der einen Angreifer sofort stoppt, ist nahezu unmöglich. Wenn der Schuss tatsächlich genau das Kleinhirn trifft, und also sprich hier in diesem Hinterhauptbereich eben, und dann müsste das Kleinhirn eben sofort zerstört werden. Damit würde dann auch keine weitere Reaktion, nicht mal das Krümmen des Fingers für den Abzug erfolgen können. Das ist zum einen natürlich ein Problem der Zielgenauigkeit und zum anderen auch der Terminalballistik. Also letztendlich bräuchte es dafür auch mindestens Gewehrkalibermunition, was ja beim finalen Rettungsschuss unter Umständen auch angewendet werden kann, was für den Beamten auf der Straße mit tragbaren Handfeuerwaffen weder vom Zielen her noch vom Kaliber her zu leisten wäre.